Jedes Jahr zu Beginn des Wintersemesters wiederholt sich in deutschen Unistädten das gleiche Phänomen. Tausende neue Studenten strömen in die Stadt und die brauchen alle ein Dach über dem Kopf. Gerade in deutschen Großstädten, in denen die Uni in der Innenstadt liegt, klappt das oft nicht so gut. Wir schauen uns heute mal exemplarisch in Köln an, wie das für die Studenten so ist, welche Hilfsangebote es gibt und warum die Situation überhaupt so ist, wie sie ist. Ich treffe mich mit Lina. Sie ist eine der 12.000 betroffenen Studentinnen. Du bist ja jetzt gerade aus dem Studentenwohnheim gekommen. Du wohnst hier aber nicht, ne? Nee, ich wohne im Moment bei einer Freundin oder besser gesagt bei mehreren Freundinnen. Ich wechsle so alle 2 Tage mal die Wohnung, weil ich denen auch nicht so auf die Nerven gehen will. Mhm. Ja. Und deswegen hast du auch quasi immer deinen ganzen Haushalt quasi genau. Mit dabei. Wie lange machst du das jetzt schon? Jetzt seit die Uni angefangen hat, halt seit Montag. Wie ist das denn so für dich? Also ich würde jetzt am liebsten halt schon mein Leben hier starten, so außer der Uni noch andere Sachen machen, aber es geht halt einfach nicht. Ich kann mir keinen Job suchen, also es ist schon wirklich blöd. Man fühlt sich halt gar nicht angekommen. Als wäre so ein Studienbeginn an sich nicht schon stressig genug, darf Lina mit den anderen Studenten um WG-Zimmer konkurrieren, die so viel kosten wie anderswo eine ganze Wohnung. Das hier ist ja so die Kölner Studentenfeiermeile. Ist dir sowas, also die Nähe zu sowas bei der Wohnungssuche wichtig? Oder was sind so deine Prioritäten? Mittlerweile wirklich nicht mehr. Das Wichtigste ist für mich wirklich, dass ich einfach irgendwo wohne. Mittlerweile nicht mehr, sagst du? Ja. Am Anfang war das anders? Ja, am Anfang denkt man sich halt schon, ja, man würde halt gerne am Zentrum wohnen und man würde halt gerne nur so und so viel bezahlen und hätte gerne so und so viel Quadratmeter. Aber du merkst halt einfach, dass es unmöglich ist und ja, dann musst du halt einfach mit allem, was du kriegen kannst, dich zufrieden geben. Und um was zu kriegen, muss man ganz schön viel Aufwand betreiben. Wie viel, erzählt mir Lina an der Mensa, dem Esszimmer aller Studenten, auch derer, die keine eigene Wohnung haben. Im Prinzip verwendest du jetzt jede freie Minute darauf, entweder zu gucken, wo schlafe ich heute Nacht oder nach einer Wohnung zu suchen. Ja. Für länger. Ja, ich verbrauche auch all mein Datenvolumen dafür. Also ich gucke wirklich morgens, mittags, abends jede freie Minute eigentlich. Das hilft aber auch nicht, wenn man keine vernünftigen Angebote findet. 19 Quadratmeter, 850 Euro. Da zahlt einer die ganze Wohnung. So, ja. 32 Quadratmeter, 600 Euro, das ist schon echt krass, ne? Das geht halt auch nicht, ne? Meine Schmerzgrenze ist so 400 Euro und selbst das ist mir schon zu viel. Ich habe halt auch angefangen mit 300 Euro. Das ist halt auch, geht einfach nicht, gibt's nicht. Ja. Jetzt ist wieder weg. 6 Quadratmeter, 310 Euro. Das ist halt trotzdem, ich würde die jetzt anschreiben und das ist jetzt schon 2 Stunden her, dann haben die schon so 3 Millionen Anfragen bekommen und dann die eh nicht. Hast du denn überhaupt mal eine Wohnung besichtigt? Bis jetzt noch nicht. Ich habe jetzt nächste Woche meinen ersten Besichtigungstermin und das in einem Monat. Das ist schon echt traurig. Was hörst du denn von deinen Kommilitonen, was die so für Erfahrungen machen? Ähnliche. Also ich habe jetzt viele getroffen, die jetzt gerade viele Besichtigungstermine haben, aber generell auch, es gibt noch so viele in meinem Studiengang, die keine Wohnung haben und ich habe auch mit Leuten gesprochen, die halt im Studentenheim wohnen und die teilweise sich schon im Februar auf eine Liste geschrieben haben und dann im August die Wohnung bekommen haben. Also, das kann halt auch ein bisschen was dauern. Ich wünsche dir ganz viel Glück bei der Suche. Dankeschön. Hoffe, du findest was. Und wir gehen jetzt mal mit den Leuten vom Studentenwerk sprechen. Sehr gut. Vielleicht haben die ja noch ein paar Tipps. Dankeschön. Ciao. Vorher geht's aber erstmal zur Studentenvertretung, dem ASTA. Der hat nämlich für die ganz, ganz akuten Notfälle eine Notschlafstelle eingerichtet und geleitet wird die von Jana. Hallo, Jana. Hi. Hey, du bist Jana. Ja, genau, ich bin Jana. Und du bist für die Notschlafstelle. Genau. Von ASTA. Genau, ja. Und die zeigst du uns jetzt auch mal kurz. Genau. Die Notschlafstelle würden wir euch natürlich gerne zeigen. Allerdings hat uns der ASTA gebeten, keine Videoaufnahmen zu machen, um die Privatsphäre derjenigen zu schützen, die hier noch untergekommen sind. Ansehen darf ich mir den Raum aber und zurück im ASTA-Büro beschreibe ich ihn einfach mal. Das ist ja im Prinzip einfach so ein, ja weiß ich nicht, wie so ein Partysaal, wo Vorhänge drin sind und Luftmatratzen auf dem Boden liegen, also relativ spartanisch. Ja. Wie lange nehmen die Leute das denn wahr in der Regel?
Also viele so lange, bis sie was gefunden haben. Viele also dementsprechend auch bis zum Ende. Ein paar haben jetzt auch vorher schon was gefunden, dadurch, dass sie jetzt quasi direkt vor Ort suchen können. Das Hauptanliegen ist vor allen Dingen, einen Raum zu schaffen, wo man, von wo aus man zu WG-Castings gehen kann, wo man quasi übernachten kann, um die Wohnungssuche wirklich zu betreiben. Und wenn ich mir überlege, Anfang der Woche hat ein Hostelzimmer 92 Euro gekostet. Die Nacht, nicht die Woche, die Nacht. Wer kann sich das leisten von den Studierenden? Und wir möchten natürlich, dass die Erstsemester ein möglichst angenehmen Semesterstart haben. Und natürlich ist, wenn man zu 20 Leuten in einem Raum auf einer Luftmatratze schläft, das nicht der tollste, studentischste Semesterstart, den vielleicht jeder so im Kopf hat. Aber es ist besser, als im Hostel wirklich horrende Summen zu bezahlen oder gar nicht mehr aufgenommen zu werden, weil komplett die Hostels alle ausgebucht sind. Mhm. Wie gut wird das Angebot denn angenommen? Sind im Moment so an die 10 Leute. Nächste Woche werden wir 15 sein, aber Plätze hätten wir 25. Also wir hätten auf jeden Fall noch Platz da, wenn noch irgendwer ganz dringend Bedarf hätte. Aha, also quasi ganz akut kann man sich noch bei euch melden. Ihr habt noch ein paar Gibt's Plätze. Gibt auch Studis, die das machen. Okay. Jana ist im AStA für Wohnen zuständig und hat natürlich noch ein paar Tipps auf Lager. Also Gesuche sind immer ganz gut, die regionalen Zeitungen sind immer ganz gut und eigentlich ja einfach vor Ort suchen. Also auch irgendwie zur Zwischenmiete was suchen und dann im Dezember, Januar wieder suchen, weil dann entspannt sich die Situation wieder ein bisschen. September, Oktober kann man echt total knicken, leider. Bitter, aber was will man machen? Vielleicht kann ja unser nächster Gesprächspartner helfen. Wir treffen uns jetzt noch mit dem Geschäftsführer des Studierendenwerks, die zum Beispiel die Studentenwohnheime betreiben. Und das Praktische ist, der ist genau hier im Haus und müssen nur 2 Stockwerke weiter nach oben. Von Jörg Schmitz will ich erstmal ganz Grundsätzliches wissen. Warum spitzt sich das denn überhaupt jedes Jahr immer wieder so zu? Ich glaube, dieses Jahr haben wir rund 12.000 neue Studierende in Köln zum Wintersemester. Und das ist einfach eine Gruppe an Personen, die zeitgleich einen ähnlichen Typus an Wohnungen sucht, in einem ähnlichen Preisbereich, und damit überhitzt der Markt regelmäßig. Das Studierendenwerk versucht, diesen Effekt mit verschiedenen Mitteln einzugrenzen. Also erstmal sind wir natürlich dazu berufen, Wohnheime zu betreiben und neue zu schaffen, bauen, neu bauen, Kapazitäten erweitern. Eine andere wichtige Maßnahme des Studierendenwerks ist, die Mietzeit zu befristen. Insofern ist die Fluktuation, die wir in unserem Vermietungsgeschäft eingebaut haben, auch immer wieder ein Garant, dass wir möglichst vielen Erstsemestern dann auch das Ankommen in Köln ermöglichen. Dritte Maßnahme ist, wir vergeben nicht alphabetisch oder nach Eingang der Bewerbung, sondern wir schauen uns jeden Einzelfall auch nochmal an. Und Entfernung vom ehemaligen Wohnort zum Hochschulstandort ist ein ganz wichtiges Kriterium. Und das zweite wichtige Kriterium ist die finanzielle Bedürftigkeit. Also Studierende mit BAföG-Bezug, wo also nachgewiesen ist, dass diese Studierenden wenig Geld zur Verfügung haben, werden von uns auch bevorzugt. Studenten, die jetzt fürs nächste Semester zum Beispiel oder fürs nächste Wintersemester in einem Jahr nach Köln kommen wollen oder generell in eine große Unistadt, was würden Sie denen jetzt schon ans Herz legen? Ja, sich nicht nur um ein gutes Abi kümmern, sondern auch sehen, dass man das studentische Wohnen und Leben hier in Köln gut vorbereitet. Und dazu gehört einfach, sich sehr frühzeitig um eine Wohnung zu kümmern und auch sehr breit sich aufzustellen, bei uns zu bewerben, den allgemeinen Wohnungsmarkt zu scannen, auch mal alternative Lösungen sich anzuschauen. Wenn man eine Bewerbung platziert hat beim Studierendenwerk, was ich nur dringend empfehlen kann, dann auf jeden Fall ohne Einschränkungen bewerben. Also wir haben 90 Standorte. Wer da sich die Rosinen rauspickt und sagt, naja, Deutz ist mir das Liebste und sonst kommt für mich in Frage, schränkt natürlich unsere Vermittlungsmöglichkeiten erheblich ein. Dann selbstverständlich auch das Pendeln in Erwägung ziehen, also das Umland sich anschauen, um dann sicherlich eine etwas längere Anfahrtszeit in Kauf zu nehmen, die vielleicht auch nicht tauglich ist für das gesamte Studium, aber vielleicht für das erste Semester schon mal reicht, und parallel weiter dranbleiben und sich Wohnungen suchen. Die Tipps von Jörg Schmitz helfen natürlich denjenigen, die jetzt gerade ganz akut auf der Suche sind, nicht unbedingt. Aber wir haben ja vorhin auch gehört, in den Notschlafstellen gibt es teilweise noch Plätze. Also versucht es vielleicht mal da, und alle anderen, denen sei wirklich ans Herz gelegt. Sobald ihr wisst, wo ihr studiert, in welcher Stadt, fangt an, euch auf die Wohnungssuche zu machen. Dann habt ihr vielleicht auch ein bisschen angenehmeren Semesterstart.